Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zum Market Roundup. Wir schauen uns heute mal wieder die Märkte an. Es ist ein bisschen was passiert und diesmal in einer ziemlichen Divergenz, muss man sagen. Wir haben relativ viel Bewegung gehabt in den USA in positiver Richtung, relativ viel Bewegung gehabt in Europa in negativer Richtung. Ich rede aber nicht allzu viel. Wir starten und wir fangen an mit einem Blick auf den Markt, also zum Marktupdate. Wir starten mit einem Blick auf den DAX und der DAX, man sieht es hier ganz gut, hat den positiven Trendkanal, den wir über die letzten Wochen und Monate aufgebaut haben, verlassen. An der Stelle sieht man es ganz schön hier, wir hatten hier nochmal eine Unterstützung in Mitte Mai bekommen. Die ist jetzt hier an der Stelle zumindest gerissen im Juni und es gab schon relativ deutliche Konsolidierung. Wir hatten die Kerze hier Anfang letzter Woche ja schon mal gesehen, sind jetzt aber dann auch in der Mitte der Woche durch diesen 50er gleitender Durchschnitt durchgebrochen. Unten auf der Unterseite hängen aktuell so immer bei den um die 18.000 Punkte unten. Das heißt, wir haben relativ viel Bewegung um diese Marke herum und die ist aktuell auch tatsächlich das, was so den Markt stützt. Ausgelöst wurde das Ganze ja insbesondere auch durch Wahlen, durch das Thema Frankreich, Neuwahlen, ein bisschen Unruhe in den politischen Themen, Zollstreit auch mit China. Das trifft insbesondere auch die deutschen Automobilbauer. Kommen wir gleich zu. Am stärksten Porsche, die nahezu alle ihre Autos für diesen Markt ja exportieren. Und dieser Zollstreit, der führt am Ende dazu, dass natürlich höhere Belastungen auf die Automobilbauer zukommen, auch Unbehagen aus Chinas Sicht dort herrscht und es gibt aber keine Einigkeit und das führt aktuell, wie gesagt, zum Verlust, zu kleinen oder größeren Kursverlusten dort. Die Wirtschaftsdaten waren nämlich eigentlich relativ positiv, muss man sagen. Auch das Zinsthema, und das sehen wir gleich in den 10-jährigen Bundesanleihen, ist weiterhin eigentlich auf einer eher positiven Situation, positiver geprägt. Wenn wir mal auf die 10-jährige Bundesanleihe schauen, da sehen wir nämlich, dass es auf diesen letzten Tagen eigentlich einen schönen Ausbruch nach unten gegeben hat. Also wir sehen hier diesen Wedgie, der sich ausgebildet hatte über die letzten Wochen, relativ schön aufgebaut. Es gab dann hier diesen kurzen Stopp an dem 50er gleitender Durchschnitt auf dieser Unterseite. Das Ganze ist dann nach unten ausgebrochen, ausgelöst insbesondere dadurch, dass dieses Zinsnarrativ sich doch etwas zum Positiven gewandelt hat. Das heißt, dass man jetzt doch noch mit mehreren Zinssenkungen mindestens zwei eigentlich rechnet in diesem Jahr. Das stand zwischendurch ja auf der Kippe und dementsprechend gab es auch diesen schönen Ausbruch hier nach unten bis auf die 2,3% Grenze ungefähr, 2,3% Renditegrenze. Man sieht aber ganz gut, wir haben natürlich durch den Aufbau der letzten Wochen hier relativ viele kleine Stops auch, die uns im Wege stehen auf dem Weg weiter nach unten. Das Ganze ist danach auch wieder ein bisschen nach oben geprescht, insbesondere weil in Deutschland auch eher eine Ausnahmesituation, wenn wir jetzt auf die französischen Bundesanleihen schauen würden, dann würden wir sehen, dass die französischen Staatsanleihen insbesondere in den letzten Wochen halt sehr, sehr stark nach oben gelaufen sind. Nun gibt es Befürchtung, dass das rechte Bündnis dort verstärkt sich politisch Kraft verschafft und dementsprechend auch so das Thema hohe Verschuldung in Frankreich gegebenenfalls weiter nach oben treibt und. Also einige Themen, die uns dort politisch gerade beschäftigen in Europa und dementsprechend auch auf der Ebene der Anleihen, makroökonomische Themen, die uns beschäftigen und zuletzt eher in einem negativen Momentum. Das heißt, sowohl die Bundesanleihen fallen als auch die Aktienindizes fallen. Wobei man natürlich sagen muss, hier geht es jetzt um die Renditen und das ist grundsätzlich eher was Positives für die Aktien. Wir gehen einmal weiter zum S&P 500 und der ist weiterhin im Aufwärtstrend, muss man sagen. Hier gab es ja eine relativ schöne Bewegung in den letzten Wochen. Wir haben hier diese W-Formation gesehen, das schöne Aufsetzen hier auf dem gleitenden Durchschnitt. Schön abgeprallt nach oben. Das Momentum ist weiter auf der Seite des Indexes. Man muss sagen, sehr, sehr stark getrieben durch die großen Technologiekonzerne. Apple hat zu großen Teilen dafür gesorgt, Nvidia weiterhin auf einem positiven Trend, aber auch andere große Aktien aus dem Chipsektor, teilweise auch mit sehr positiven Quartalszahlen. Schauen wir uns gleich nochmal an.
Also wir sehen im Grundsatz hier einfach ein positives Momentum, obwohl die Konjunkturdaten eher schlechter waren. Aber aktuell heißt es ja, schlechtere Konjunkturdaten führen grundsätzlich eher zu positiven Gewinnen am Aktienmarkt, weil man mit Zinssenkungen rechnet. Das große Momentum rund um ja, das Thema Konjunktur kommt aber erst. Wir haben jetzt den Empire State Index, der bald rauskommt. Wir haben die ersten Frühindikatoren auch für Mitte des Jahres und dementsprechend liegt da natürlich auch ein sehr starker Fokus drauf. Allerdings sind wir mittlerweile auf hohen, hohen Niveaus. Also wenn man so auf den S&P 500 blickt, in einer etwas schematischeren Ansicht, dann sieht man hier ganz schön die Tage, an denen der S&P 500 2% oder keinen Tagesverlust von über 2% erlitten hat. Wir sind jetzt hier bei über 300 Tagen und das sieht man hier an diesem grauen, grauen Balken. Also wir sind in einem sehr, sehr starken Bullentrend unterwegs, nur mit kleinen Korrekturen immer über die Tage. Und das ist natürlich schon ein Momentum, bei dem wir mittlerweile schon relativ hohe Höhen erreicht haben. Die Privatinvestoren und auch generell das Investorsegment ist sehr, sehr bullisch aufgestellt. Wenig Absicherung auf der Downside, also wenig Absicherung gegen fallende Kurse. Und das in Summe zeigt natürlich schon, dass so ein gewisses Risiko für auch größeren Kursverfall im Raum stehen würde. Wenn wir allerdings auf die KGVs blicken und uns ein bisschen an die Bewertungen an den Märkten anschauen, dann sehen wir ganz gut, dass die jetzt nicht auf unerwartet hohen Höhen sind. Also die Gewinne sind auch mitgezogen mit den steigenden Kursen. Die letzten Zahlen waren gut und wir sind jetzt hier bei KGVs trotzdem natürlich über dem historischen Durchschnitt von rund 21 beim S&P 500, rund 13 beim Stock 600. Allerdings muss man natürlich sagen, sind die Erwartungen trotz dessen relativ hoch an jetzt die nächste Quartalsberichtssaison, die losgeht. Das Q2 startet jetzt bald. Wir sind immer noch auf höheren Zinsniveaus und dementsprechend ja, darf da am besten Falle nichts allzu schief gehen. Wir laufen in den USA auch auf die Wahlen jetzt zu, immer stärker und dementsprechend das Thema Zinsen und Zinspolitik da auch immer relativ sensibel zu sehen. Die Fed lässt sich nicht gerne sagen, man würde politisch beeinflusst werden. Das heißt, Zinssenkungen rund um die Wahl sind eher unwahrscheinlicher. Also dort nur eine Zinssenkung und das ist auch das, was man aktuell in den 10-jährigen Treasuries sieht. Auch hier diesen etwas größeren Wedgie, der sich ausgeweitet hat. Die Inflationsdaten waren recht positiv. Schauen wir uns gleich nochmal an. Die grundsätzlichen Renditen für die 10-jährigen US-Treasuries sind auch weiter runtergegangen. Das heißt, das Geld wird wieder günstiger. Allerdings sehen wir dann doch noch relativ dominante Unterstützungen. Wie gesagt, hier auf der Unterseite dieses Wedges, wir haben diese 4,2%-Linie, die dann im Raum steht bald. Fokus da sehr, sehr stark auf den Konjunkturdaten. Die Hoffnung ist, dass die Zinssenkung da doch noch durchgeht und gegebenenfalls wir dieses Jahr zumindest noch mal einen Schritt nach unten kommen. Viele rechnen auch mit keiner Zinssenkung mehr. Allerdings ist das Narrativ wieder etwas positiver geworden, nachdem die letzten Inflationsdaten hier bei 3,3% lagen. Also wir sind noch mal ein ganzes Stück natürlich runtergekommen und zuletzt auch hier wieder etwas positiver im Trend. Wir hatten in diesen Aufschwung von den Inflationsdaten, die zuletzt leicht erhöht waren, nun etwas unter den Erwartungen, also weitere Euphorie und das hat auch wieder den großen Technologiefirmen hier geholfen, weshalb die Märkte auch hier weiter gestiegen sind. Der Kern liegt, muss man sagen, mittlerweile auf immer noch dem Dienstleistungssektor. Man sieht es im Grundsatz hier mal in der Übersicht, das Thema wirklich Güter und gebrauchte Güter ist eigentlich etwas, was die Inflation nach unten korrigiert. Wir sehen ganz unten das Thema Gebrauchtwagen, was ja sehr, sehr volatil ist. Wir sehen aber oben auch das Thema zum Beispiel Autoversicherung, was auch natürlich immer ein volatiles Thema ist. Im Kern sind wir hier bei diesen 3,3%. Fokus weiterhin auf dem Dienstleistungssektor und dementsprechend auch weiter natürlich auf der Frage, wann gibt es hier die erste Zinssenkung? Wir sind im Gleichschritt geblieben. Das war jetzt keine Verwunderung. Sind bei diesen 5,5% geblieben. Die weiteren Erwartungen sind aber, wie gesagt, eher bei einem Zinsschritt. Man sieht hier nochmal die Veränderung vom dem März zum Juni. Das heißt, wie war die Erwartung des FED-Komitees im März, wie ist sie jetzt im Juni? Das sind dann Befragungen quasi von Komiteemitgliedern.
Und was man hier ganz schön sehen kann, ist, wir hatten ein höheres Momentum an Erwartungen, also an mehr Zinssenkungen hier im März. Haben wir darüber gesprochen, hat sich ein bisschen nach oben korrigiert. Man ist jetzt hier bei eigentlich ziemlich genau einer Zinssenkung, je nachdem, ob man von 5,5 hier auf 5 runterkommt, vielleicht auch nur auf 5,25, aber der Fokus liegt schon sehr, sehr deutlich hier oben und konzentriert sich auch immer stärker hier oben. Es gibt zwar noch welche, die etwas positiver denken, aber grundsätzlich spielt sich das Spiel schon hier oben ab. Beziehungsweise einer, der hier denkt, dass es anders aussieht. Wenn man weiter in das Jahr 2025 geht, sieht man aber schon, dass sich das Ganze deutlich mehr verdeutlicht in Richtung mehr Zinssenkungen, weitere Zinssenkungen 2026. Was man aber auch sieht, ist, dass wir schon ein paar Jahre noch brauchen, bis wir wieder zu wirklich niedrigen Zinsniveaus zurückkommen. Wir sind jetzt hier beim 4%-Niveau, wo wir gerade ungefähr in Europa stehen. 3% 2026, im Long Run eher bei 2,5 und 3%. Das heißt, wir kommen nicht wieder in der wirklichen Niedrigzinspolitik zurück, aber zu sinkenden Zinsen, die aktuell zumindest uns noch gezeigt werden. Und solange dieses Narrativ auch bestehend ist, dass zumindest Zinssenkungen baldig zu erwarten sind, solange sind die Märkte auch noch weiter euphorisch und insbesondere auch die Märkte, die aktuell fundamental getrieben werden oder mit schönen Zukunftsprognosen getrieben werden, also die großen Technologiekonzerne, KI-Technologien und all das Thema, wie man Effizienzsteigerung in diesem Rahmen schaffen kann. Wo läuft es nicht ganz so gut dafür? In dem Falle ja beim Dow Jones. Der läuft jetzt etwas länger schon im Seitwärtstrend. Er hat zwar mal diese 40.000-Punkte-Marke geknackt, ist danach wieder zurückgekommen. Man sieht so langsam hier, versucht er sich einen neuen Aufwärtstrend zu bauen. Der letzte wurde hier an der Stelle durchbrochen, wurde nach oben dann getestet. Hier sieht man ihn nochmal gestrichelt. Der neue liegt etwas drunter. Man sieht es auch ein bisschen am MACD, der deutet so eine leichte Umkehr an. Der Fokus liegt ja sehr, sehr stark natürlich auf den neuen Quartalszahlen und auch auf den Konjunkturdaten. Der Dow Jones ist deutlich stärker auch geprägt von einem positiven Konsumausfeld, nicht so viel wie der S&P 500 aus weiteren Zukunftsprognosen. Das heißt, hier ist man etwas mehr auf das Thema Earnings angewiesen und dementsprechend hofft sich natürlich hier auch eine Stabilisation und wie da ein Aufwärtstrend beim Dow Jones. Vielleicht so wie beim Nasdaq 100, der ist wieder auf einem neuen Allzeithoch, klopft jetzt so an die 20.000er-Grenze, getrieben, ich habe es jetzt schon ein, zweimal erwähnt, durch die großen Big Tech-Player, durch die KI-Chips, positive Quartalszahlen dort gegeben. Mittlerweile muss man aber auch sagen, stark überkauft. Im RSI sieht man es, der MACD auch deutlich, deutlich positiv. Also wir sind auf sehr hohen Niveaus mittlerweile hier. Das Ganze ist aber immer mal wieder durch neue Impulse getrieben, zuletzt durch die Quartalszahlen, die wir uns gleich aber nochmal anschauen. Also im Nasdaq 100 läuft es weiter rund. Dafür muss man aber an der Stelle sagen, wenn man auf den breiten Technologiemarkt schaut, dort ist wenig Bewegung, weil dort braucht man die Zinssenkungen, wieder günstiges Geld, um weiter zu wachsen, damit aber auch eventuell das Zukunftspotenzial etwas romantischer aussieht. Es geht ja um das Thema Cashflows aus der Zukunft. Haben wir schon mal etwas intensiver in einem unserer Kurse besprochen. Im Kern kann man aber sagen, der breite Markt im Technologiesektor, der zieht noch nicht mit. Es sind wirklich die großen, großen Konzerne, die aktuell den Markt hier weiter treiben. Auch in Asien konsolidiert es sich weiter nach unten, muss man sagen. Wir haben hier diese letzte Grenze gehabt bei um die 18.000 Punkten im Hang Seng. Die wurden jetzt unterschritten. Die 50-Tageslinie wurde auch hier nach unten durchbrochen. Es ist weiterhin ein Aufwärtstrend und wir sind weiterhin eher in einem positiven Momentum. Allerdings zeigen viele Indikatoren doch in eine negative Richtung. Auch der MACD ist weiterhin negativ. Der Immobilienmarkt ist immer noch ein Problemkind und das ist ja immer mit einer der größten Wirtschaftspfeiler der chinesischen ja, Wirtschaft ganz generell. Dort muss sich Erholung zeigen. Man wartet also weiterhin auf positivere Impulse. Das Momentum, es kommt wieder zurück, es flacht sich schon wieder leicht ab in eine negative Richtung. Mal gucken, ob hier dieser Kanal dann hält und gegebenenfalls es zu einem Turnaround kommen kann. Noch langweiliger muss man sagen, ist es aktuell im Nikkei. Dort konsolidiert der Kurs wirklich weiterhin um dieses Allzeithoch, das alte. Weiterhin der Fokus auf die Politik der Zentralbanken, nicht wirklich viel Bewegung aktuell an den Märkten. Vielleicht mal bald Impulse wieder durch Quartalszahlen, aber hier ist eigentlich fast alles beim Alten.